Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir von einem Rare hier aus den Zaralak-Höhlen bekommen. Und zwar befinde ich mich jetzt hier in den Zaralak-Höhlen und hier so ein bisschen unter Arborus haben wir einen Rare. Und dieser Rare steht, ja, wenn er denn am Start ist, hier quasi zwischen diesen Barrikaden. Invoke schimpft sich der. Und der kann uns ein Toy zu 4% droppen. Und das habe ich einmal schon hier bekommen. Geschmolzenes Lavabündel schimpft sich das. Und was macht das? Legt das Lavabündel an, wodurch ihr schnell abkühlt, den Lava auf eure Feinde werfen könnt. Tut zwar nicht weh, ist aber trotzdem ziemlich heiß. Und ja, ich hatte ein bisschen Glück. Mir hat das einer in einer Raid-Gruppe getradet. Hier gibt es ja ab und an Tool, also im Dungeon-Browser. Findet ihr meistens unter Benutzer definiert Gruppen, die hier in den Zaralak-Höhlen quasi ein paar Rares umhauen. Und diese Items kann man dann auch traden. Und da hatte ich das Glück, dass mir das einer rübergehandelt hat. Jetzt würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Ich habe auch einige Tries auf ihn gebraucht. Die Rares hier in den Zaralak-Höhlen sind nicht alle übrigens immer ab, sondern das sind quasi immer verschiedene Packs. Etwa ein Pack ist hier, ein Pack ist da, ein Pack ist hier, ein Pack sind hier oben die Mobs und die wechseln halt immer ab. Ne? Also sprich, jeden Tag ist ein anderes Pack nicht da. Es sind, glaube ich, 5 Packs insgesamt. 4 Packs sind da, 1 ist immer nicht da und die wechseln halt quasi immer durch. Heißt, der Typ ist von 5 Tagen 4 da und dementsprechend halt einen nicht. Man müsste mal ein bisschen gucken, welches Pack gerade quasi an dem Tag einen freien Tag in Anführungszeichen hat und nicht am Start ist. Genau, so viel dazu, dass er da nicht hier ewig rumcampt und der Typ dann dementsprechend nicht auftaucht. Gut, so viel dazu, jetzt probieren wir das mal aus. Also jetzt gehen wir mal hier einmal rüber und werfen das mal. Moment, bin ich jetzt hier noch in der Gestalt? Klicken wir jetzt mal kurz weg und dann werfen wir hier mal das Lava-Dings drauf. Ah, jetzt habe ich so einen Topf. Ah, das kann ich drauf werfen. Okay, also klar, es macht keinen Schaden, ne? Ist ein Toy. Das sieht sogar ganz cool aus. Ein Button haben wir auch hier. Naja, sonderlich weit können wir es leider nicht werfen. Aber es hat schon einen relativ deutlichen Effekt, ne? Also, macht schon was her, genau. Mehr ist es nicht, ne? Ist halt wieder ein kleines Spaßtoy. Wir haben auch so einen Pottich, würde ich sagen, auf dem Rücken. Und so eine kleine Randinformation noch, es droppt auch ein Trinket bei dem Rare hier, das das gleiche Icon hat. Ich habe mich ein paar Mal da verarschen lassen, dachte, ich habe das Toy jetzt endlich drin. Nein, es hat dasselbe Icon. Ihr müsst dann einmal gucken, habt ihr das Toy bekommen oder habt ihr das Trinket bekommen. Genau, soweit dazu. Wie gesagt, 4% Chance hat. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfahren. Ich zeige euch nochmal die Position. Hier ist quasi der Rare einmal, wenn er dann ab ist. Als kleine Hilfestellung kann ich euch noch empfehlen, Tomcat Tours ist ein Add-on, das hier für die Rares nicht schlecht ist. Dann seht ihr die ganzen Positionen auch und seht auch, ob er den heute am Tag schon gemacht wird. Da wird er immer ganz schön abgehakt. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.